Jetzt jagen wir dieses ganze Gesindel, dieses imperiale Pack, und der Hohepriester ist der Nächste. Und damit herzlich willkommen zurück zu So, den Hohen Templer fängt man ja nicht einfach so. Dafür muss man sich schon was überlegen und ich sollte mal langsam leveln, meine ganzen Edelsteine. Oh, wie süß, alle tot und keiner von denen kommt auf die Idee, mir noch mehr Erfahrungspunkte zu geben. Echt? Na gut, brauchen wir alles nicht. Ja. Ihr seid so kurz davor, mir alle beim Leveln zu helfen. Super, so. Wahnsinn. Das ist sehr schön. Wir können jetzt hier sagen: Frostspurt, Frostbombe, Blüte, Boshaftigkeit, Verzweiflung, Verdammung. Ah, Verdammung wird besser. Ist doch super. Was ist hier mit Dom? Kann das nicht? Ja, was ist die Voraussetzung? Stufe 49. Habe ich doch erreicht. Oder? Ich jetzt so. Nein, 48 bin ich. Ach. Zeit. Wo versteckst du dich, Priester? Ich finde dich, Priester. Templer. Gut, der Unterschied zwischen einem Templer und einem normalen Priester liegt wahrscheinlich daran, dass er kämpfen kann. Was schade ist, das macht die ganze Sache etwas schwieriger. Das bedeutet höchstwahrscheinlich, dass er sich auch verteidigen will. Also, ganz ehrlich, dieses Symbol, ne? Diese Mischung aus
Aus Nazi-Imperium und römischem Imperium ist schon echt krass. Ja, und dieses, ja, das ist ja schon Renaissance hier. So wie die Leute sich geben und so viele Bücher, wie wir hier auch haben und so weiter. Das ist schon so ein typisches Renaissance-Ding. Also gerade Bücher sind super wichtig für die Renaissance. Guckt euch die Hüte an und so. Also da, wenn da die Renaissance nicht Party gestanden hat, dann weiß ich ja auch nicht so direkt, wa? Ah, da sehe ich einen Wahlraum. Was gut ist, weil ich immer noch von Wahldisziplin brauche. Na denn. Gucken wir mal kurz vor. Also das braucht natürlich kein Mensch. Na, ja, das kann auch raus. Und raus. Und rein. Nö. Sphäre der Läuterung. Sphäre. Könntet ihr mal kurz. Na, also eine weniger, noch eine weniger. Meine Güte. Ihr seid aber auch was aggressiv. Ihr müsst eurer dämonischen Seite einfach auch mal Ruhe gönnen. Ja, genau. Genug Ruhe, damit ich euch töten kann. Hehe. Okay, da geht's auch nicht lang. Wir sind gleich wieder so weit, dass wir leveln. Manchmal, naja. Na, no, wie süß.
Lavaschlag. Pesthauch. Okay. Ist natürlich alles total cool, nur nicht für mich. Scha Ne, war Lavaschlag, Pesthauch. Pesthauch? Tja. Das wäre dann ja links, rechts, links, rechts. Gut, dann gucken wir mal, wo es jetzt hier noch weiter lang geht. Wir suchen immer noch diesen Hohepriester. Ja. Der Unschuld. Na klar. Wenn wir wohin wollen, dann zur Kammer der Unschuld. Ah, da ist schon mal der Wegpunkt. Bin ich auch immer sehr generös von dem Spiel. Ja, ich meine, in den meisten Fällen findet man ihn echt relativ schnell. Was auch gut ist, weil, ehrlich, es sollte jetzt nicht. Ne? Papa. So, na denn. Ne. Okay. Der kleine Schnitter ist aber auch gar nicht so schlecht, wenn ich das nur so überlege. Der hat das gerade alles alleine gemacht. Ich habe mich da nur rausgecastet, was mehr oder minder gut funktioniert hat. Wie süß. Ach ja. Okay. Ach. Totenhammer. Okay, gut. Da zeigt man einem nur an, was die Kirchenfenster einem zeigen. Na gut.
Okay. Die halten ja auch gar nichts aus. Okay, würde ich sagen. Gucken wir mal, wo es hier lang geht. Ah, da oben war also mehr oder weniger falsch. Da geht es auch nicht weiter. Aber so falsch es war doch richtig. Na gut. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir dieses Level erneut erkunden. Und dann würde ich sagen, ja, danke, dass ihr mir beim Gemetzel zugeguckt habt. Und wir sehen uns beim nächsten Gemetzel und auf der Endcard. Bis dahin, viel Spaß beim selber looten. Wünscht euch euer Aha. Danke, dass ihr bis hierhin mit mir gelootet und gelevelt habt. Wenn ihr Aufbaustrategiespiele mögt, klickt hier für Aha. Wenn ihr Brett- und Kartenspiele mögt, klickt hier für Aha Brett und Karte. Und wenn ihr euch für Warhammer Fantasy oder Warhammer 40k interessiert, klickt hier für Aha Hammer. Wir sehen uns beim nächsten Loot.